snow. Feel the pulse of the people moving through the streets. A lively crowded town. Coffee made and greets. Manhattan. Das war's mit G. Die Zeitreisenden sind wieder zu Gast. Das war unser, übrigens unsere schöne Videoleinwand. Ich hoffe, dass es funktioniert hat. Wie geht's euch? Super. Es ist ja späte Nacht hier in Gütersloh im Blauen Fuchs. Wie spät ist es denn eigentlich? Oh, schon 23.15 Uhr. Uns geht's super. Ja, ist auch gut, dass wir das noch hingekriegt haben, diese Uhrzeit. In welchem Jahrzehnt habt ihr das eigentlich aufgenommen? Das war noch in 2000. Nee, wo waren wir da, Mike? 2080 war es, ne? 23. Jahrhundert. Nee, das war 2080. Hm. Bin ich mir sicher, ja. Ja? Ja, doch. Und in Frankfurt die ganze Nummer? Oder wie war das? Ja, genau, in Frankfurt. Am Main. Am Main. Nicht? Am Main. Manhattan Skyline. Manhattan Skyline. Warum nicht an der Oder? Oder das nächste Mal vielleicht. Oder am Hatton Plakt Skyline. Vielleicht. Okay, okay. Oder hat keine Hatton und keine Skyline. Gar nichts. Nix. Hätten sie gerne. Aber was hat der Fuchs zu bedeuten? Was macht der Fuchs da? Ja, also es fehlt ja jemand, und zwar ist das der Yannick Günther, unser Percussion-Mann. Und der hat so eine leichte Schizophrenie. Der wechselt manchmal Gestalt und Stimme vor allen Dingen. Und dann ist der Wolfgang Evershagen. Wer ist denn dieser Wolfgang Evershagen? Wolfgang Evershagen ist die zweite Persönlichkeit von unserem Trommler und Percussion-Mann Janne Günther. Und Wolfgang Evershagen hat eine riesengroße Firma. Kann man sich so vorstellen wie diese mit dem Apfel im Logo, ne, diese Firma. Die haben aber karierte Erdbeeren als Logo. Und die machen alles, Import, Export, alles. Was dazu gehört. Ja, und Percussion-Dienstleistung. Percussion-Dienstleistung, das heißt, der ist jetzt einfach mal so mit dabei, weil er Spaß dran hat? Ja, der wollte halt gerne. Der sponsert uns, ne, mit karierten Erdbeeren und allem, was wir sonst noch brauchen. Zeitreisen sind ja auch teuer. Zeitreisen sind sehr teuer und karierte Erdbeeren sind die neue Währung, wenn der Euro erstmal richtig. So. Wenn er richtig unten ist, okay. So. Und das Video, wie ist das denn entstanden? Wie lange war er dann da unterwegs für? Dann haben wir eigentlich nur einen einzigen Tag gedreht, weil wir sind ja schrecklich arme Menschen. Wir haben halt nur karierte Erdbeeren, wird aber hier in dieser Zeit ja nicht genommen. Und dann sind wir mit unserem Kumpel Peter Bredemeier, der ist freiberuflicher Kameramann, sind wir nach Frankfurt gefahren, nach Manhattan Skyline
und haben da dieses Video gedreht, ganz low-budget-mäßig. Habt ihr das denn? Habt ihr einfach gefilmt oder wie habt ihr das gemacht? Habt ihr euch da, steckt da eine Idee hinter? Die Idee ist beim Drehen gekommen. Wir wollten mal was ganz Neues, Extravagantes ausprobieren und haben kein Drehbuch geschrieben. Ja, wir haben uns inspirieren lassen von dieser großartigen Stadt und einfach die Kamera draufgehalten. Ich meine, es bietet sich ja auch an bei so einer Stadt wie Frankfurt. Das stimmt. Das ist auch eine schöne Optik, habt ihr noch draufgesetzt. Der Song, Manhattan Skyline, wie ist denn der so entstanden? Also es ist ja, glaube ich, das nächste große Projekt von euch, oder? Ja, genau. Also ich habe super viel auf der Messe irgendwie gearbeitet. Weiß nicht, wie viele Wochen ich letztes Jahr auf Messe war. Und dann, meine Tante wohnt auch in Frankfurt, die hat uns irgendwas mit Manhattan Skyline erzählt. Und das war halt dann der Arbeitstitel. Und weil Mike ja ewig immer irgendwo hinfährt, Bangkok und so, da haben wir uns dann One Night in Bangkok, haben wir uns als Vorbild genommen und haben gesagt, so einen Song machen wir jetzt mal mit Frankfurt. Und wenn ich nach Bangkok fliege, dann natürlich immer über den Frankfurt Airport. Ach so, warum habt ihr nicht irgendwie Gütersloh Skyline gemacht? Von da aus kann man nicht fliegen. Nein, aber wir haben doch auch ein schönes Theater und wir haben so viele schöne große Gebäude bei uns. Ja, G-Town Skyline ist das nächste Projekt, 2025. Ich muss mal mit Wolfgang Hein sprechen, der macht da bestimmt was klar. Der wird da mit Sicherheit irgendwas Schickes von machen. Und beim Video gibt es ja jetzt nicht nur die Version, es gibt noch eine andere Version, ne? Gibt es irgendwie Akustik noch? Ist das richtig? Ja, wir haben den Song nochmal in der Motown Live Session aufgenommen. Das Ganze nennt sich Shitty is Pretty. Ja, ist es auch wirklich. Wir haben uns halt als Vorbild mal die 60er-Jahre-Aufnahmen genommen. Zwischenzeitlich klang der Mix wie 20er, das mussten wir dann nochmal korrigieren, das war ein bisschen sehr shitty. Und schön mit Vinyl knacken und so und mit ganz alten Mikros haben wir aufgenommen. Und da machen wir jetzt demnächst auch noch ein schönes Amy Winehouse-Video zu. Schön. Also mit der haben wir uns jetzt verabredet, die kommt die Tage dann mal. Ach so, holt er nochmal zurück praktisch. Die macht mir die Haare. Zeitmaschine, genau, und die muss Ivy die Haare machen, weil die braucht so ein Wespennest. Stimmt, auf dem Kopf. Sonst wirkt das ja auch gar nicht so geil. Ist ja sonst albern und platt. Aber ich habe auch gehört, ihr habt euch jetzt endlich gefunden, ne? So eure Band G, ihr seid jetzt fest zusammen. Ist das richtig? Ja. Was gibt's denn da Neues? Ja, wir haben einen neuen Drummer, Yannick. Haben wir eben. Und Sänger. Und Sänger, stimmt. Und Sänger. Johann, nee, wie heißt er? Wolfgang heißt er. Wolfgang Jevershagen, so heißt er. Kennt er ja schon gut. Ja, ich habe da immer ein bisschen Schwierigkeiten mit diesen ganzen Männern immer. Er hat ja zwei Persönlichkeiten und beide Namen. Ja gut, das kann man schnell durcheinander bringen. Ja, und Yannick, bei diesem Aufprall, den wir da hatten damals, als wir aus den 2080er Jahren dann hier auf Erde verstreut wurden, da wussten wir ja auch nicht, wer jetzt genau zu uns gehört und das hat jetzt 8 Jahre gedauert, bis wir Yannick überzeugen konnten. Okay, den wieder zurück zu euch zu holen. Ja, der hatte halt Gedächtnisverlust. Okay, passiert schon mal. Habe ich auch gehört, das sollen die Nachwirkungen von Zeitreisen sein. Man soll auch immer, wenn es passiert, viel Schokolade essen. Habe ich irgendwo mal aufgeschnappt, ist das wahr? Ja, richtig. Am besten Schokoladenspekulatius aus Mastholte. So, das wäre wichtig. Ja, und ich hab super viel Schokolade gegessen und seitdem gehe ich immer freitags zum Zumba. Mittlerweile geht's schon wieder. Sehr schön. Also seid ihr jetzt gerade, ihr seid jetzt wieder eine schöne Band, habt alles, was ihr braucht, also macht ihr jetzt gerade euer Album fertig, ist das richtig? Ja, genau, da sind wir gerade bei. Gut, Ding will Weile haben. Ich glaube, 7 Songs haben wir aufgenommen jetzt vor kurzem und jetzt sitzen wir bei mir und mischen das. Schöne Sache. Also haltet das auf jeden Fall mal im Auge. Und zum Video nochmal so, ihr habt mir vorhin ein bisschen was erzählt, dass das ein paar schöne Messages in sich trägt. Vielleicht kannst du die mal ein bisschen genauer erläutern. Ja, wir machen das mal These für These. Die erste These ist, mein Wasser ist dicker als so manches Blut. Dann lernen wir aus dem Video, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und geben ist seliger denn nehmen. Achtet drauf, wo das 2-Euro-Stück herkommt und wo es wieder hingeht. Ganz wichtig auch, Hochmut kommt vor dem Fall. Noch mehr? Nee. Aber es ist schön, da steckt auf jeden Fall. Die wenigsten Videos haben so schöne Sachen, so schöne Inhalte. Zahnärzte in Frankfurt sind gefährlich. Aber nur die Kinderzahnärzte, die sind gefährlich. Die Kieferorthopäde war der. Ja. Mit Delfin auf der Visitenkarte, da würde ich aufpassen. Aber was erwartest du auch, wenn eine Frau an der Laterne steht mit dem Koffer? Muss man auch aufpassen? Ja. Gefährliche Pflaster. Ich glaube, ihr habt da einiges gelernt. Ihr könnt der Menschheit noch was beibringen, was ihr da auf eurem Trip mitgenommen habt. Und wie? Was kann man denn von euch da noch so, ich meine, die Zukunft bei euch ist ja noch, habt ihr noch viel vor euch. Wir waren ja schon da. Ihr wart ja schon da. Was kann man denn da, was glaubt ihr, was kommt denn da noch? Ihr wisst es ja eigentlich schon.
Also hoffentlich ganz viel live spielen 2013. Gerne Open Air. Gerne auch viel hier im Raum Gütersloh oder Frankfurt. Mhm. Ja, die CD wird fertig. Wie heißen die überhaupt? Nennen wir die Pop of Ages? Ich weiß nicht. Best of Evie Wild nennen wir die. Super. Ja. Best of Easy, einfacher Name auf jeden Fall. Ja. Und wollt ihr noch was loswerden? Ich meine, wir senden ins Internet, ihr erreicht das ganze Universum. Wir sind ja gerade schon auf Promotour hier. Das ist der erste, der zweite. Zwischenstopp. Ich dachte, ich bin der Erste. Videomäßig bist du. Videomäßig. Okay. Super. Und dann wollen wir nächstes Jahr weitermachen. Darum, wir brauchen noch ganz viele Leute, die wir bereisen können. Wir leben nach dem Motto, was nützt dir ein Hit, wenn keiner weiß, dass du einen hast? Das ist gut. Gut, ne, habe ich erfunden, gibt's noch nicht, werde ich mir aufs T-Shirt drucken. Ja. Find ich gut. Wo? Also ihr Freunde, wenn noch irgendwer eine Sendung mit uns machen möchte, wir kommen und wir sind GEMA-frei. Auf jeden Fall und nett sind sie auch noch. Wo nimmt man am besten Kontakt zu euch auf? Am besten über unsere Website, das ist www.g-band.de oder eben auf Facebook. Okay. Und den Song oder das Video könnt ihr auch bei uns runterladen. Habe ich gehört? Ist das so? Könnte ich machen, ne? Ich stelle euch einen Download-Link rein, den blende ich jetzt mal ein. Ich weiß ihn noch nicht, aber die Zukunft wird ihn hier, in Zukunft wird er hier stehen, auf jeden Fall. Und auch im Kanal findet ihr dann den Download-Link dazu. Ja, wenn ihr noch was loswerden wollt, dann habt ihr jetzt noch die letzte Möglichkeit, der Welt was zu sagen. Ja. Ich möchte gerne ein Zitat leicht abwandeln. Statt Yeah, Yeah, Jazz sage ich Yeah, Yeah, Pop. Und ich grüße meine Mama und Marshall. Okay. Dann habe ich aber auch noch einen. Rheingold ist mein Gold. Ich glaube, mit den Wörtern entlasse ich euch mal hier aus dieser Sendung. Ja, und, vielen Dank für deine Geduld. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Das Video postet es auf Facebook. Guckt es euch an bei YouTube. Zeigt es Mama, Oma, Tante. Auch eurem Hund, dem wird es auch gefallen. Christine Scheiß Hund, dem zeigen genau, wir das auch. Genau, und wir sind verrückt, aber ich nicht, nur die beiden. Aber wer beiden? Ich? Du auch, ja. Ich nein. Und Yannick auch. Ach, Yannick. Und ja, Wolfgang. Yannick sitzt übrigens da hinten, der wollte nicht so gerne. Nee, Yannick ist ja noch in der Kanalisation unterwegs. Greenscreen habe ich den rausgeworfen aus dem Bild. Der ist nicht dabei. Aber gut, damit entlasse ich euch jetzt und macht's gut und tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö, schau mit V. Wir sehen.